Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, weil es leicht zu verstehen ist. Sie möchten ja auch auf eine verständliche Weise informiert werden und nicht durch endlose Zahlenkolonnen oder Textwüsten kämpfen. Sie schauen ja auch ein Video, statt dass Sie vielleicht ewig lange Lehrbücher sich anschauen zum Thema Shopfloor-Management. Und genau hier setzt das Shopfloor-Management mit der Informationstafel, also dem Shopfloor-Board, an und einfach zu versehende und verstehende Grafiken. Was und wie man gute Visualisierungen hinbekommt, das ist das Thema dieses Videos. Bleiben Sie dran. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ihre Mitarbeiter wollen informiert sein. Sie wollen im Bilde sein. Aber nicht jeder von Ihren Mitarbeitern hat Zugang zu ausgeklügelten Dashboards und Controlling-Tabellen und so weiter. Es ist auch viel zu viel. Viele Mitarbeiter im gewerblichen Bereich, speziell im Handwerk, haben jetzt auch kein elektronisches Endgerät. Also nicht jeder hat jetzt Zugang zum PC und zum Unternehmensnetzwerk, wie zum Beispiel Ihre Mitarbeiter im Büro. Und das braucht es auch alles nicht, denn eine Shopfloor-Tafel ist hier das Mittel der Wahl. Weil je einfacher die Lösung ist, desto schneller kann sie umgesetzt werden. Und wie das genau aussieht, das zeige ich jetzt an Beispielen im Laufe dieses Videos. Was ist also eine Shopfloor-Tafel oder ein Shopfloor-Board? Ganz simpel ist es ein Ort, an dem Sie Informationen veröffentlichen können. Das könnte auch digital sein, zum Beispiel ein großer Bildschirm, wo eben die entsprechenden Grafiken einfach dargestellt sind. Aber in der Regel ist es eine Moderationswand, ein Whiteboard oder einfach so Magnetleisten, die man an die Wand kleben kann, an denen Ausdrucke befestigt werden. Zum Beispiel mit Stecknadeln oder mit so Magnethaftern, dass man einfach die Ausdrucke da ganz gut einfach hinhängen kann. Und wo sollte jetzt die Shopfloor-Tafel wirklich stehen? Also wo stellt man jetzt diese Tafel auf? Shopfloor-Management ist ja das Führen am Ort des Geschehens. Und wenn Sie einen Produktionsbetrieb haben, dann sollte das Shopfloor-Board in der Nähe der Produktionslinie stehen, damit man wirklich kurze Wege zur Information hat. Und in vielen Handwerksbetrieben sind die Mitarbeiter aber nicht auf dem Betriebshof, sondern draußen auf der Baustelle oder eben beim Kunden. Also die Montagekolonnen draußen, die Leute, die mit dem Sprinter durch die Gegend fahren, um eben beim Kunden die Aufträge abzuarbeiten. Also wo stellt man jetzt im Handwerksbetrieb eben den Mitarbeitern diese Infos zur Verfügung? Dort, wo sie hingehen. Also zum Beispiel neben der Kaffeemaschine. Ich habe also einige Kunden, die haben zum Beispiel wirklich einen Bereich für die Mitarbeiter mit der Kaffeemaschine und einer Theke dran und vielleicht einen Kühlschrank mit Getränken und Ähnliches. Und wenn man dann dort die Tafel hinstellt, wo jeder dran vorbeiläuft, dann wird sie auch entsprechend gesehen und beachtet. Und die Tafel muss wirklich zu den Mitarbeitern, nicht der Mitarbeiter zur Tafel. Das ist also ein ganz wichtiges Gespaltungsprinzip, dass Sie die wirklich da aufstellen, wo man immer dran vorbeiläuft, wo man einfach immer leicht hinkommt. Und welche Infos sollen jetzt auf diese Tafel? Also bewährt haben sich jetzt folgende Prinzipien. Weniger ist mehr. Also bitte keine 200 Kennzahlen aufhängen, damit dann keiner mehr durchblickt und deren Aktualisierung Heerscharen von Controllern beschäftigt. Also das ist zu vieles gut, machen Sie das nicht. Sondern zwei Elemente sind also absoluter Standard auf jedem Shopfloor-Management-Board. Arbeitssicherheit und Personal. Bei der Arbeitssicherheit geht es darum, grafisch zu zeigen, ob es Arbeitsunfälle gab und wer sich mit welchen Maßnahmen darum kümmert, dass keine Arbeitsunfälle mehr vorkommen. Und wie man das grafisch aufbereitet, das zeige ich dann gleich im Laufe des Videos bei dem Thema Visualisierung, wie man das wirklich ansprechend machen kann. Beim Personal geht es darum, grafisch zu zeigen, wer anwesend ist und wer gerade geplant, wie beim Urlaub, oder ungeplant durch Krankheit abwesend ist. Das Ziel ist aber hier nicht ein "Boah, der Meier ist schon wieder abwesend", sondern es geht darum, visuell zu zeigen, ob alle Arbeitsstationen oder Montagekolonnen wirklich vernünftig besetzt werden können. Es geht also nicht darum, um irgendwelche Abwesenheiten zu kontrollieren oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich darum, nur zu schauen, haben wir genügend Leute, damit wir unsere Aufträge heute wirklich vernünftig abarbeiten können. Dazu gehört übrigens auch, ob der Chef im Haus ist oder draußen mit bei der Montage zum Beispiel mithilft, Kundentermine wahrnimmt oder aus irgendwelchen sonstigen Gründen einfach abwesend und nicht erreichbar ist. Transparenz gilt also hier wirklich für alle, vor allem auch für Chefs. Und ein weiteres Element, das auf keiner Shopfloor-Tafel wirklich fehlen darf, das sind die Ziele. Also was soll erreicht werden oder geschafft werden? Wer sich zum Thema Ziele nochmal genau informieren will, für den habe ich hier also eine sehr, sehr spannende Videoempfehlung. Gucken Sie mal rein. Das Thema Ziele ist ganz, ganz wichtig. Und zu den Zielen gehört natürlich dann auch der Ist-Zustand als Vergleich, wo man eben gerade steht.
mit seinem Team eben oder bei der Bearbeitung von den Aufträgen mit bestimmten Kennzahlen und so weiter. Also bei produzierten Unternehmen sind das zum Beispiel dann die Ausbringungsmenge, die Gesamtanlageneffektivität, der Ausschuss, die Termintreue oder eben die Qualität. Und bei Handwerksbetrieben kann das dann eben dann die Quote von notwendigen Nacharbeiten zum Beispiel sein, Termintreue oder die Produktivzeiten auf den Baustellen. Und als letzter Bestandteil, bevor ich näher auf die Visualisierung dieser Informationen eingehe, gehört unbedingt noch der Bereich kontinuierliche Verbesserung auf die Shopfloor-Tafel. Also welche Probleme gibt es oder gab es, wer kümmert sich darum und wann ist da was erledigt, dass wir wirklich sehen können, dass es besser geht. Und hier ist das sogenannte A3-Report, das bewährte Mittel. Das ist ein standardisiertes Formular, kommt aus dem Lean Management und dieses einfache Formular stelle ich Ihnen noch genauer in einem Video vor. Daher abonnieren Sie jetzt meinen Kanal, damit Sie dieses Video nicht verpassen. Also kontinuierliche Verbesserung mit dem A3-Report gehört auch auf die Shopfloor-Tafel. Und damit haben Sie drei große Hauptbereiche für Ihre Infotafel. Also erstens alles, was sich um Sicherheit, Gesundheit und Mitarbeiter dreht. Zweitens alles, was sich um Ihre wirkliche Leistungserbringung dreht und gehört. Und drittens, was jetzige Probleme beseitigt und die Abläufe laufend verbessert. Und ich habe Ihnen versprochen, Beispiele für die Visualisierung zu zeigen. Starten wir mal mit dem Thema Arbeitssicherheit. Das sehen Sie jetzt hier entsprechend ein Formular, was gestaltet ist wie ein Kreuz. Das ist also so wie bei einem Gesundheitskreuz zum Beispiel. Und Sie haben entsprechend drei Felder. Also rot wäre zum Beispiel, es gab einen Arbeitsunfall mit entsprechender Arbeitsunfähigkeit danach. Gelb wäre zum Beispiel, es gab einen Arbeitsunfall, der aber leicht versorgt werden konnte mit einem einfachen Pflaster, der also kein AU zur Folge hatte. Und grün war zum Beispiel dann ein Tag, wo es eben unfallfrei war. Und wenn wir jetzt nochmal hier auf dieses Formular draufschauen, dann können Sie einfach hier die Wochentage oder die entsprechenden Tage im Monat ausmalen mit einem einfachen Stift und unten drunter noch schreiben, eben, was es für Maßnahmen gab, um das zu beseitigen. Und als Beispiel, wie es dann aussehen kann, habe ich das mal hier so gemacht einfach. Sie sehen schon, man kann es einfach mit einem grünen, mit einem gelben und mit einem roten Stift entsprechend ausmalen. Und dann sieht man dieses Kreuz eben, das könnte zum Beispiel dann ausschauen, wie wenn es Masern hätte. Und das ist ein schönes Beispiel, grafisch zu zeigen, Mensch, wir müssen beim Thema Arbeitssicherheit einfach noch besser werden, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Abend gesund nach Hause kommen und keinem wirklich was passiert. Ein zweites Thema, was sehr ähnlich aufgebaut ist zum Beispiel, was man auch sehr schön grafisch darstellen kann, ist das Thema Nacharbeiten. Also Nacharbeiten ist ja das, was Ihnen am meisten Geld kostet. Sie müssen wieder zum Kunden rausfahren, Sie müssen Material vielleicht austauschen, Sie haben Arbeitszeit letztendlich, die Sie investieren müssen und vor allem Ihre gesamte Terminkette und Ihre Disposition gerät durcheinander, weil ja erstmal die Nacharbeiten fertig gemacht werden müssen, bevor vielleicht neue Projekte eben angefangen werden können. Und genau deswegen ist es gerade im Handwerksbereich, also bei den ganzen baunahen Gewerken, jetzt Dachdecker, Schreiner zum Beispiel, Elektriker und Ähnliches, sind eben die Nacharbeiten wirklich echt Teufelszeug und deswegen muss man schauen, dass man die auch entsprechend gut Überblick machen kann. Und das ist also so ein Formular eben sehr ähnlich, hier in dem Fall mit einem N zum Beispiel, wo man eben darauf entsprechend verzeichnen kann, an welchen Tagen im Monat gab es denn keine Nacharbeiten, also alles grün, und an welchen Tagen mussten Nacharbeiten durchgeführt werden. Das sind dann entsprechend dann die roten Zettel, die man eben entsprechend ausfüllen kann. Und unten drin auch in der Tabelle wieder, warum gab es die Nacharbeiten, was war der Grund? Wie stellt man das entsprechend ab und wer ist dafür bis wann verantwortlich? Jetzt interessiert mich aber, nachdem Sie jetzt zwei solche Beispiele gesehen haben, wirklich sehr, wie ist denn das Thema Shopfloor-Tafel in Ihrem Unternehmen wirklich gelebt? Also was passiert da? Haben Sie so eine Tafel vielleicht? Sind die Daten gut und verständlich und aktuell? Oder gibt es da noch einiges zu tun und zu verbessern? Oder haben Sie vielleicht sogar ganz andere Themenbereiche auf Ihrer Tafel, die eben vielleicht für Ihre Branche oder für Ihr Unternehmen ganz, ganz wichtig sind und die eben nicht so der Standard sind? Also ich bin super neugierig auf Ihre Kommentare und Anregungen. Schreiben Sie sie mir unten rein. Vielleicht kann man da eine coole Diskussion starten drüber. Und im nächsten Video zum Shopfloor-Management geht es um die Kommunikation. Also diese berühmten Tagesstarts, 5-Minuten-Besprechungen, Stand-Up-Meetings, wie auch immer man die nennen möchte. Bleiben Sie dran. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.